Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Jupiter im Widder. Ja, ist kleine Demotivation, aber das wird dir eh aufgefallen sein beim ersten Teil, keine Reklame. Aber wie gesagt, es geschehen unglaublich spannende Dinge, weil ich habe mir das Foto hier noch einmal genauer angeschaut und habe mir gedacht, was ist das für eine Fotomontage? Oder steht da tatsächlich ein Kameramann auf den Zehenspitzen und lässt da, ich meine, das sollen vier gleichzeitige, was soll das sein, ja? Und ich habe lange darüber nachgedacht, was der Grund für diese lächerliche Fotomontage sein könnte. Und ich weiß es nicht. Ich bin da am ehesten in Zusammenhang mit dem Brownout gekommen. Brownout ist ja jetzt das oberste Schlagwort, was jetzt auch framingartig immer mehr und mehr sozusagen hochgespült wird in Zusammenhang mit dem großen Blackout, also der Mega-Blackout, der ganz, ganz black und braun und furchtbar schrecklich. Und hier gibt es, ich meine, ich möchte nicht zu sehr eintauchen in dieses Thema, verständlicherweise, eine Expertin für Beckenboden. Also, ich bin sprachlos. Eine Expertin für Beckenboden. Also, das musst du mal lernen. Ich meine, ich weiß nicht, wie man das wird. Gibt es eine Beckenbodologie oder Beckenboku? Ich weiß es nicht. Also, ich finde es unglaublich spannend, aber. Es wird jetzt ernst, bitte ein bisschen zusammenreißen, ja? Es ist nicht lustig. Ja? Also da steht, also eine Rakete startet mit einer Satellitenattrappe, aber jetzt, Vorsicht. Raketenstart in Nordkorea, Volksgenossen, der letzte Test von einem Spionagesatelliten. Jetzt geht's los, unvorstellbar. Bitte stellt euch das vor, Nordkorea startet einen Spionagesatelliten. Es ist unwahrscheinlich. Was steht da? Die zuständige Behörde, die sind ja für die ganze Welt zuständig, das wusste ich nicht. 12.000 Satelliten sind genehmigt worden und Anträge von Starlink für nochmals bis zu 30.000 Satelliten, finde den Fehler. Ja, Wahnsinn, also was die drauf haben in Korea, ich hätte mir das ehrlich gestanden nicht gedacht. Ja, denen traut man so manches traut man ihnen nicht mehr zu. Ja, ich habe hier, ja, furchtbar. Also das da muss ich, letztes ist das Letzte, bevor ich emotional entgleite. Das ist ja furchtbar, schrecklich. Schreckliche, erschütternde, ja, also ich habe immer das Allerbeste gewollt. Ja, er wollte immer nur das Allerbeste. Die Frage, warum es nicht getan hat, ist bis zum heutigen Tag unbeantwortet geblieben. Ich würde sagen, springen wir wieder zurück in die Astrologie. Und hier haben wir es, ja, ich weiß, die Zahlen sollten auch irgendwann kommen, aber zum Zahlen, du weißt eh, mit Mahnspesen kann man sich beim Zahlen ein bisschen Zeit lassen. Wir haben hier eine starke Fixsternbesetzung. Ich habe mir das aufgeschrieben. Die Sonne ist mit, also der Sonnenriech eigentlich, ist mit Fixstern Etamin auf 28 Grad Schütze, nicht Vitamin, Etamin. Etamin heißt der, habe ich mir hier extra aufgeschlagen bei Frank Felber, Etamin. Also sehr spannend, und zwar besagt, das ist der Kopf des Drachen, ja? Der Drachenkopf. Konzentration der Energie und Demonstration eines allumfassenden Kraftaufwandes für den Sieg des Friedens. Der Sieg des Friedens, okay. Ja, der muss erkämpft werden. Ja, richtig, stimmt. Mit der Bereitschaft hierfür, notfalls auch Konflikte in Kauf zu nehmen. Der Sieg des Friedens, der sich über Konflikte ausdrückt. Ja, das ist noch der gute, alte, echte Pazifismus. Und wir haben Alhecker auf 25 Grad im Zwilling. Alhecker, ja, erinnert ein bisschen an den Wiener Gesundheitsstadtrat. Also das ist der Hacker. Das ist der L-Hacker. Und das da meint den weißen Fleck. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Weißer Fleck. Und naja, das kommt schon sehr gut hin. Und bei weißen Flecken, was könnte dabei herausschauen? Vivian Robson sieht L-Hacker so, dass er Gewalt, vor allem männliche, sowie Unfallgefährdung fördere. Also das heißt, hier sehen wir am Aszendenten
akute Unfallgefahr ist natürlich jetzt für die nächsten 6 Monate ein sehr positives Signal, weil ich muss mir jetzt wieder angewöhnen, alles positiv zu sehen, weil ich habe Kommentare bekommen, also ganz spannende Kommentare, die da auf große, erfolgreiche Astrologen, ich bin nur ein kleiner dummer Astrologe, muss ich dazu sagen, ja, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und Al-Hacker ist etwas Positives, man lernt nie aus. Und auch die Besetzung Herrscher von 1 in 8 ist durchaus positiv, wenn man zum Beispiel ein Begräbnisunternehmen hat, ist das extrem positiv. Also das heißt, hier kann man das auch sehr positiv bewerten. Ich würde sagen, wir sehen hier einen starken Transformationsprozess für das gesamte Land. Gehen wir wieder zur Normalität zurück. Und das heißt, wir sehen hier natürlich auch Herrscher von 1 in 8, wegen des Aszendenten Zwillinge, der immer auch eine heitere Besetzung ist, dass hier eben Informationen aus der Tiefe herausgeholt werden. Und wie tief diese Informationen, how deep is your love, sind, sehen wir auf 18,41, das sind auch Skorpiongrade. Von 17,30 bis 20 Grad, du weißt, im Zweifelsfall ist bei mir alles auf Skorpiongraden. Also das heißt, wir sehen hier den Merkur doppelt skorpionisch besetzt und auch im Steinbock. Und du weißt, was ich gesagt habe über die Kombination zwischen Skorpion und Steinbock. Unterm Strich ist das grausam. Also das heißt, wir werden hier harte, grausame Informationen erfahren. Ja, also das heißt, es ist etwas, was, ja, genau, wie gesagt, aber wir sind ja schon am besten Wege dorthin. Wir sehen auch den Herrscher des 8. Hauses, Saturn, aber nicht nur des 8. Hauses, sondern er ist auch Herrscher des 9. Hauses. Schauen wir uns mal Spitze 9. Haus an. 28, 22, von 27, 30 bis 30 Grad haben wir, richtig, Fische gerade. Das heißt, wir sehen hier im fernen Ausland, ja, 9. Haus, fernes Ausland. Bitte vielleicht sagen das andere Star-Astrologen und Astrologinnen anders, aber das 9. Haus ist halt leider das ferne Ausland. Es tut mir unendlich leid, wenn ich auch hier wieder eine Verschwörungstheorie verbreite. Bitte 1000-mal um Vergebung. Und wir sehen hier Spitze 9. Haus im Steinbock und 8. Haus sozusagen eine starke Transformation, einen starken Umbruchsprozess, ja, im fernen Ausland, aber weil der Saturn hier bei uns im 10. Haus steht, zeigt uns das auch was an. Das 8. Haus steht auch für Macht. Das heißt, wir erkennen hier in Saturn hartnäckig, weil Saturn kann ziemlich hartnäckig sein, hartnäckige Machtkämpfe mit dem fernen Ausland. Und was erkennen wir hier noch? Bitte wieder eine Verschwörungstheorie. Es tut mir so leid, wenn ich lauter blöde Verschwörungstheorien verbreite. Ja, es ist halt so. Ich bin kein Star-Astrologe, ich bin halt nur ein kleiner Niemand. Wir sehen hier den Mond auf 20 Grad Skorpion, den Saturn auf 21 Grad Wassermann. Und das bezeichnet vielleicht auch ein Star-Astrologe als ein festes Quadrat. Und was bedeutet ein festes Quadrat? Ein festes Quadrat bedeutet, dass es zu unversöhnlichen Spannungen kommt. Ja, richtig, kann man aus jedem Fachbuch herauslesen. Ja, ist möglich. Und hier sehen wir den Mond als Herrscher des 2. Hauses und als Herrscher des 3. Hauses. Der steht für Finanzen, der steht für Rohstoffe, der steht aber auch für Wirtschaft, Handel und Industrie. Und die stehen im 6. Haus. Richtig, schwierig, problematisch besetzt. Da gibt es Zoff, da gibt es richtig Troubles. Und wir sehen hier, jetzt die nächste Verschwörungstheorie von mir. Hier. Mond im Quadrat zu Saturn, was könnte das bedeuten? Was könnte das bedeuten? Wir sehen hier den Mond, 2. Haus, Finanzen, Rohstoffe, Wirtschaft, Handel und Industrie, angeschlagen im 6. Haus, starke Transformation, starker Leidensprozess. Und dann sehen wir, ja, Herrscher von 6 auch noch in 12, rückläufig, richtig. Und das heißt, wir sehen hier zu Saturn die Ursache des Streites. Das heißt, hier sind unsere Staatsepaten im Clinch mit dem Wilden Westen, ganz einfach, weil es mit dem Finanzsystem und mit der Wirtschaft hakt, weil wir hier große Probleme haben. Wir haben noch nicht von Jupiter gesprochen. Von Jupiter haben wir noch nicht viel gesprochen. Erst im ersten Teil haben wir ein wenig gesprochen. Ich würde sagen, gehen wir wieder zurück zu den Zahlen. Zahlen ist ganz wichtig, oberste Staatsbürgerpflicht. Wir haben hier die 29, die 38, die 39, die 46 und die 50 und daraus resultierend die 5 und damit hat die neue Zahlenreihe uneinholbar gewonnen, weil hier wird die Jupiter-Thematik, da steht es unten, im Kleingedruckten steht es da, wird die Jupiter-Thematik eindeutig angesprochen. Die 29 ist eine schwierige Zahl. Karma in der Liebe, was könnte das
Verzeihung, was könnte das für morgen bedeuten? Naja, die Triebhaftigkeit, die ungestillte Liebessehnsucht, man klammert am Partner, Obdachlosigkeit, Unterwürfigkeit, jede Misshandlung ist möglich, man soll lernen, sozusagen sich selber zu lieben. Was könnte das für den morgigen Tag bedeuten? Emotional schwer besetzter Tag, emotional schwierig. Und natürlich möchte man sich hier mit der 38 nicht in die Karten schauen lassen. Die 38 verliert dann gerne uranischer Natur gerne die Nerven. Ja? Das ist halt eine bisschen schwierig besetzte Karte und oder Zahl. Und natürlich, Nerven. Ja, natürlich ist das hier ein nervöser Aspekt. Sonne, Jupiter im Quadrat. Warum? Wir haben Feuer. Allerdings noch im Quadrat und im Spiegelpunkt zueinander. Also eine für mich schwierige Position. Ja? Nicht so leicht, aber man kann es auch positiv sehen. Ja? Nerven flattern und wir haben auch hier Aszendent Zwillinge in einem Nervenzeichen. Ja? Also das heißt, hier kann schon einiges sein. Aber die 29 erkenne ich ja eindeutig in der Besetzung. Herrscher von 1 in 8, aber auch die Venus im 8. Haus. Wer ist die Venus im 8. Haus? Naja, eingeschlossene Herrscherin des 5. Hauses und Herrscher von 12 in 8, ist schwer greifbar. Das ist schon sehr, weil das ist eher Mystik, das ist eher Magie, sozusagen, das ist, ob das schwarze Magie ist, ich würde sagen, das ist eher die Macht der Vernebelung, die Macht der Verschleierung, Herrscher von 12 in 8. 38 haben wir schon genannt, jetzt kommt die 39. Die 39 Zwangsbeglücker, Machtzahl, große Leidenschaft, Triebhaftigkeit, Fanatismus und hier spielt natürlich Sexualität eine sehr, sehr große Rolle. Naja, und ich würde sagen, ja, im Zweifelsfall ist halt heute alles im 8. Haus. Herrscher von 1 in 8 kann natürlich auch ja, sehr stark mit Sexualität zusammenhängen, aber ich würde mal sagen, ob das jetzt den morgigen Tag so stark beeinflussen wird. Ich würde sagen, lassen wir die Sexualität ein bisschen weg und nehmen wir den morgigen Tag als sehr intensiv wahr. Ich würde sagen, das würde eher zutreffen, weil, wie gesagt, dieses Quadrat, aber ganz besonders das Mond-Saturn-Quadrat, da würde ich eher die 29 und die 39 verorten. Die 29 und die 39 können wir hier eher verorten, weil es natürlich hier zu Gefühlsleid, Kälte, Härte, ja, Ausdauer, Disziplin, Leidensfähigkeit, also das heißt, Mond Saturn ist immer schwieriger und bitte auch bedenken, der Mond im Skorpion ist alleine schon genommen eine nicht so angenehme Position, ja, also da weiß man schon, was Gefühlsintensität bedeutet und wie ich das vorhin ja gesagt habe, immer wenn das 8. Haus oder das Skorpion und Steinbock einander begegnen und das tun sie ja hier, ja, der Mond im Skorpion begegnet ja dem Saturn, ja, aber der ist ja obendrein noch einmal der Herrscher des 8. Hauses, also das heißt, auch hier sehen wir Grausamkeiten im Zwist zwischen, ja, unserer Junta und dem fernen Ausland. Also das heißt, dort wird unterm Tisch, würde ich sagen, heftig getreten. Ja, und die 46 ist die Onkel-Klausi-Zahl. Ja, die Onkel-Klausi-Zahl, da geht es um Geld und Macht, gilt interessanterweise als Schutzzahl, ist auch die doppelte 23, ja, steckt dahinter und hier sind dann viele Chancen, wenn das Problem gelöst wird. Also das heißt, man darf zwar alles besitzen, aber soll dann, wie der Onkel Klausi als Bettelmönch durch die Straßen ziehen, na Scherz beiseite, also das heißt, man kann zwar alles besitzen, aber wenn die Dinge einem nicht so viel bedeuten, dann hat man diese Energie schon verstanden, also das heißt, ja, was das für den morgigen Tag bedeutet, ich weiß es nicht, du sollst alles spenden oder hergeben, keine Ahnung. Die 50 als letzte Zahl gilt als eine Macht- und Rüttelzahl und hier wird eben sehr stark mit Gefühlen erpresst. Ja. Also das heißt, hier lebt man von einem Extrem ins andere. Deswegen habe ich ja hier auch das Brennen. Ja. Also es brennt hier alles und hier ist das Herz aber drinnen. Starke Gefühle. Und ich würde sagen, das hängt in meiner kleinen Welt halt wieder sehr stark mit Mond im Skorpion zusammen, was ja eine schwierige Besetzung ist. Und bitte auch bedenken, wir haben hier den Fixstern Zuben El Shemali, aber ich würde sagen, den schauen wir uns dann im nächsten, dritten und wahrscheinlich letzten Teil an. Ende!